So, hallo Leute, hier ist wieder der Ole. Wir machen jetzt die nächste Folge vom Euro Truck Simulator 2. Ja, Folge 2, auch wieder zum dritten Mal. Ich hoffe, dass es das jetzt wieder klappt. Wir machen hier fortfahren. Nachdem ich nun Alfred und den Egon verhauen habe, hoffen wir das mal, dass der Hugo wenigstens ein langes Leben hat, ne? So, Auftrag halt letztes Mal angenommen. Von Hannover nach Hamburg. Autoteile mit diesem schönen DAF. Mit Retarder hatten wir nachgesehen. Da würde ich sagen, fangen wir mal los, ne? Ladedaten. Ich habe schon wieder vergessen, die Stoppuhr zu stellen. Ich stelle mir immer eine Stoppuhr, dass ich weiß, wann ich los muss, wenn ich aufhören muss. So. Moment. Kleine Kurs ist Handy bedienen. So. Nun können wir los. Ah ja, Tramari. Dieser schöne enge Hof. Gang anlegen wir auch noch gut. So. Ja, der Hof ist immer sehr schön hier. Und ich habe schon wieder ein echtes E-Mail-Fach. E-Mail-Programm geschlossen. Ich mache mal ganz kurz Pause, warte mal kurz. So, weiter geht's. Das komische E-Mail-Fahrer geht's aus, müsste doch besser laufen. So, ich will noch ganz kurz bei den Fragezeichen vorbeifahren. Damit ich, ja, damit wir die freigeschaltet haben schon mal. Rum. So, Blinker ist noch zu laut. Ja, fahr mal. Da rechts war gerade unsere Firmenzentrale. Die besuchen wir später mal. So, erstmal rechts lang, da vorne können wir nicht durch. Da ist Wende zu Ende. Blinker aus. Ja, könnten wir schon besser reagieren, der Blinker. Ich möchte eigentlich immer wir sagen, aber kann es mir vorkommen, dass ich sag, bin so ein bisschen egoistisch, ne? So ein bisschen. Kommt damit klar, ne? So, und hier seht ihr dann hinterm Lenkrad diesen Hebel, das ist der Retarder. 2, 3, 4, 4, 5. 5 Stufen hat er. Das ist bei jedem LKW unterschiedlich. Ich glaube, immer ändert sich. Irgendeiner hat auch 3 nur. Das ist unterschiedlich. Ja, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ich glaube auch 5. Ja, Retarder ist seit Patch 1.3 dabei. Also wenn ihr keinen Retarder habt, dann müsst ihr den Patch holen. Den muss man extra kaufen. Kann jetzt beim LKW aus, kann man zusätzlich im Shop. Zeige ich euch später das Getriebe auswählen. Und da sind halt Getriebe und Retarder dabei. Schleiche ihn zurück, Meister. Mein Gott. Jo.
Autobahnfahrt von Hugo. Ist jetzt nur Landstraße gefahren. So, den da steht. War ja, zumindest die Auffahrt bei der anderen Seite, war ja immer etwas ungünstig geregelt. Da sind die Autofahrer ja immer einfach so raufgefahren, ohne zu gucken. Das wurde überarbeitet. Die halten da jetzt an und gucken. Das finde ich persönlich sehr schön. Sonst hat man ja andauernd irgendeinen Grill gehabt, wenn man dann gefahren ist. Bin ich zum Schluss hin beim GTS auch dazu übergegangen, immer auf der ganz linken Spur dann zu fahren, über die Brücke rüber. Ist ein bisschen unrealistisch. Also jetzt halt alles wirklich sehr schön. Spart man sich den Schaden. Muss nicht so viel glotzen, nicht so viel dagegen gucken. So, wollen wir gleich nachher zum gucken, was uns jetzt für eine Mail geschrieben wurde. Ich habe einen Verdacht, bin mir noch nicht sicher. Ja, ich glaube. Ja, ich sag nichts. Ich sag da nichts zu. Oder vorhin haben wir gleich eine ganze Mail, die ich schon überholen kann. Wir sind immer noch sehr träge. Also die fahren auch irgendwo 70 oder so. Was ja schon irgendwie unrealistisch ist so ein bisschen. Ne? Ich glaube, da kann man irgendwo eine Datei verändern. Mache ich aber nicht. Ich will nicht, dass irgendwas kaputt macht. Ist nachher gar nicht mehr fahren oder reinfahren sind oder was weiß ich. Spiele nicht mehr Stadion oder so. Will ich nicht. Gut, ich könnte Sicherheitssafe machen, aber nee. Ey, du Arschloch, lass mich durch. Sorry. Nicht gehört das Wort. Was ist denn mit dir rüber? Ja. So. Blöder Kerl. Es ist mit dir rüber. Das sind mir die richtigen. Jetzt Abstand halten, ne? Ja, ist klar. Dass die schneiden, ne? Was mit denen hier? Bei dem Besuch bei dem Volvo Ärger, dem Volvo-Fahrer, dass ich gerade die Abfahrt hier verpasse. Gerne vorkommen. So. Wisst ihr, was mir gerade auffällt? In meinem zweiten Let's Play bin ich in der zweiten Folge auch DHF gefahren, fällt mir gerade so auf. Spontan. Jo. So, laut Navi noch 1 Stunde 17 Minuten. Das ist meistens brauche ich zumindest nur 2/3 der Zeit. Zumindest bei den normalen Aufträgen, die jetzt dann bei den schnellen nachher wird, weiß ich nicht, die meide ich meistens. Bin ich so ein Fan von schnellen Aufträgen, von Zeit und so. Ich sage immer in der Ruhe nicht die Kraft. Deswegen, ja, habe ich sie so eigentlich. Deswegen, ich nehme eigentlich immer so normalen Aufträge, auch wenn es vielleicht nicht mehr Geld gibt oder so, aber ich habe es dir lieber etwas entspannter. Ich werde vielleicht wahrscheinlich für euch auch mal einen schnellen Auftrag machen und dann irgendwie 2 Tage zu spät kommen. Nein, so extrem doch nicht, aber vielleicht dann zu spät kommen. Ich habe bis jetzt nur den Verspätet-Anzeige, wo wir letztes Mal ausgezeigt gekriegt haben, Verspätungsanzeige, habe ich bis jetzt nur einmal auf einem Screenshot gesehen. Im Eurotruck Simulator 2 Forum hat einer gepostet, der ist wohl irgendwie, keine Ahnung, ganz Europa abgefahren. Irgendwie, keine Ahnung, 200 Stunden zu spät oder so. Ein paar tausend Liter Diesel verbraucht. Schaden komplett 100% Beladung. Weiß ich nicht, ob man das machen muss unbedingt. Also ich bin jetzt nicht so scharf drauf auf so eine Bilanz. Hast du irgendwie insgesamt 10 € oder so gekriegt für die Lieferung.
quasi noch Lösegeld für den Auflieger. So, hier wieder runter. So, und hier bewegen sie zu den Retarde. Sieht der Hinterblick hat, ne? So, das ist dann haben wir noch. So, 10 Minuten. Ja, das schaffen wir. Das passt. Das ist halt später schöner, wenn man es mit der Heavy kaufen möchte, wenn man schon möglichst viele Marken hat zur Verfügung. Und schon möglichst viele kennt. Ist schöner. Die Eisen. Das passt so. Sonst neigen die mal das zu die LKWs. Wie gesagt, hatte ich dann erzählt, ne? Laptop nicht gerade die obere Leistungsklasse, eher die untere. Erwähnte ich noch, ne? Ja. Also ich habe mal die Arbeitsagentur schon entdeckt. Die hat immer einen riesen Radius und die LKW muss man quasi auf den Hof fahren. Das ist immer so ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Bin komisch. Ne, was wollte ich jetzt gerade sagen? Schon wieder Faden verloren, ich quatsche zu viel, ne? Ich quatsche zu viel verschiedene Themen auf einmal. Hier, Laptop, Grafik und so. Ich habe das mal spaßeshalber für Fotos hochgeschraubt. Sah mega geil aus. Zeige ich euch aber nicht, sonst wollt ihr das mal in der Qualität sehen. Ne, ich bin jetzt gerade ein bisschen egoistisch. Das für mich, wie das aussieht. Sieht super geil aus, ist dann halt ein Dia-Show, deswegen auch Fotos gar nicht. So, aber dann kommt nichts rüber. Scheiße. So. Nein, ich will das nicht. So. Was hast du in der Fahrschule gelernt, was das Linker bedeutet? Hm? Ja, das bedeutet, ich will rechts rüber. Ne? Dann lässt mich mal nochmal bitte durch, ja? So, ein bisschen Rücksicht im Straßenverkehr. Ja, jetzt sind wir wieder am Liegen. In die Herren das ist auch etwas länger. Oh, nee. Ja, bin ja, also. Ich darf da nicht stehen und warten. Ich wäre ja gefahren, seine Stimme war ja schon längst frei. Ja.
was ihr gerade gesehen habt, die bieten auch nichts ab, das ist KI wohl überarbeitet. Deswegen später merkst du immer da meine Meinung aufhören. Die KI ist intelligenter geworden. Ganz intelligent ist sie noch nicht, aber ziemlich schon. Vielleicht nicht mehr ganz so schlimm, bei künstlichen Idiotie. Hat man wohl gehört, künstliche Idiotie. Oder kommt noch was nichts? Was? Der wollte mich vorlassen. Beschließe ich gerade einfach mal so. Ausholen. Sonst nichts kaputt machen. So, ja, wieder hier. Das freundlich an, dass ich den einpack für mich für die Punkte haben. So, ich einpacken. Nein, ich. Vielleicht auch falsch. Gut, ich habe mir meine Schwester so geguckt. Auch irgendwie das längste Ende war das einpacken. Meine Schwester, wenn sie wüsste, wenn sie das Spiel auch spielen würde, den GTS hat sie gespielt. Also sie wird sich wirklich über dieses Detail. Freut sie sich bestimmt wahnsinnig, dass er automatisch einparken kann. Ich finde es schon ganz klasse. Hast du noch gar nicht gefragt. So, wieder ausgezeichnet. Das ist ganz wunderbar mit uns. Und ein Levelaufstieg. Sehr schön. So. Dann sehe ich jetzt auch zum dritten Mal. Ja. Was man nicht im Kopf hat, muss man im Mund haben. Ne? Also, wir können jetzt hier Fähigkeitenpunkte vergeben. Immer wenn wir Levelaufstieg haben, kriegen wir einen neuen Fähigkeitenpunkt. Und zwar haben wir hier das spritsparende Fahren. Da verbessert sich irgendwie der Verbrauch, den wir haben. Machen wir jetzt nicht. Just in time. Mit einem geringeren Zeitfenster. Möchte ich auch nur ungern machen eigentlich. Ich, wie gesagt, und erholt die Kraft. Zerbrechliche Fracht. Ja. Das könnte man machen, kriegt man mehr Aufträge, aber es gibt verhältnismäßig wenig davon, habe ich festgestellt. Dann hochwertige Fracht, da gibt es mehr von, da gibt es auch Kohle für, ordentlich. Die könnten wir machen. Fernfahrten, ich bin eigentlich mit der Streckenlänge ganz zufrieden, ist immer schön passend für ein Let's Play. Würde ich eigentlich nicht so gerne machen, oder dann hier die verschiedenen ADR-Klassen. Ja, hier haben wir Klasse 1, explosive Stoffe, Klasse 2, Gase, verschiedenste. Klasse 3 brennbare Flüssigkeiten. Klasse 4 brennbare Feststoffe. Klasse 6 toxische und infektiöse Stoffe, also hier Gifte und so. Und Klasse 8 ätzende Stoffe. Ja, das ist ätzend, ne? Ätzender Stoff, das kenn ich aus der Schule, ne? Ja, Klasse 5 und Klasse 7 haben die weggelassen. Ich weiß nicht, ob es mehr gibt. Ist wahrscheinlich irgendwie schwer zu programmieren oder so. Wobei nie, was daran schwer ist. Ich kenne die Klassen, denn ich habe mich damit nie richtig befasst. Wusste nicht mal, dass es so viele gibt. Ich dachte, Gefahr gut oder nicht Gefahr gut. Ja. In meinem anderen Spielstand habe ich mit hochwertiger Fracht angefangen. Jetzt mache ich mal zur Abwechslung, mache ich hier brennbare Flüssigkeiten. Den nehme ich jetzt mal. So, anwenden. Und dann gucken wir uns noch die E-Mail an und dann zeige ich euch später mal. Dann zeige ich auch mal, was mit dem LKW-Kaufen auf sich hat. Ah ja. Vom LKW-Händler in Paris. Paris spricht mit Paris aus, habe ich irgendwann mal gehört. Ich sag mal Paris jetzt. So. Sehr geehrte Damen und Herren. Als zertifizierter Händler von Renault-LKW bieten wir eine große Auswahl unterschiedlicher Ausführungen und wir können darüber hinaus individuelle Anpassungen vornehmen, die keine Wünsche offen lassen. Besuchen Sie doch einmal unsere Ausstellungsräume in Paris. Die Zugmaschine, von der Sie schon immer geträumt haben, könnte Sie hinter unseren Türen erwarten. Ja, lesen ist schwer. Ich weiß schon, warum ich meine Schule immer nicht vorlese. Ja, da können wir jetzt hier draufklicken. Das ist so ein direkter Link. Dann haben wir hier die LKW-Händler. Ja, die beiden haben wir uns eben so nebenbei quasi verdient. Der hier ist, den haben wir jetzt gerade per Mail freigeschaltet. Jetzt können wir von Paris ausfahren, von Hannover und von Hamburg. Neuen Auftrag mache ich jetzt aber nicht. Wir machen an dieser Stelle Schluss und LKW-Händler zeige ich euch dann mal in der nächsten
In einer der nächsten Folgen. Ich kann jetzt nicht versprechen, dass es gleich die nächste wird, ne? Ja, jetzt muss ich Tschüss sagen, ne? Verabschieden kann ich immer nicht, das ist immer ganz schwer. Also, tschüss.